Dieser Wurf aus schwindelerregender Höhe ist ein neuer Weltrekord. Den Basketballvirtuosen von How Ridiculous gelang es, einen Korb aus 98 Metern Höhe zu werfen. Dafür reisten die Australier extra ins niederländische Rotterdam, um den Wurf vom Euromast-Turm durchzuführen. Bekannt geworden sind die Jungs über ihren YouTube-Kanal, auf dem sie regelmäßig ihre spektakulären Basketball- und sonstige Balltricks zum Besten geben. Mit dem aktuellen Wurf haben sie sogar ihren eigenen Guinness-Weltrekord aus dem Jahr 2011 gebrochen. Yes! Yes! Die vier Freunde kennen sich bereits seit ihrer Kindheit. 2009 fingen sie an, ihre Basketballtricks bei YouTube hochzuladen. Ihre Ideen wurden dabei immer verrückter und kreativer und ihr Kanal in der Netzgemeinde immer bekannter. Neben Basketbällen nutzen die Jungs auch Golfbälle, Frisbees oder Fußbälle. Inzwischen bereisen sie auch die ganze Welt für ihre Stunts. Neben ihrem sportlichen Ehrgeiz beweisen die Jungs aber auch viel Herz. Die gläubigen Christen unterstützen mit ihren Videos die gemeinnützige Organisation Compassion, welche sich im Namen Jesu bedürftiger Kinder annimmt. So schreiben How Ridiculous auf ihrer Homepage, dass sie auch andere Menschen dazu bewegen möchten, sich ihnen anzuschließen und mit ihren Talenten gegen Kinderarmut zu kämpfen. Auch in Zukunft wollen die vier Australier mit ihren Videos durchstarten und eventuell noch weitere Rekorde brechen.